Hallo! Wie ihr ja wisst, habe ich den Weihnachtsmann-Nikolaus-Osterhasen-Captain Iglo geschrieben und warte auf eine Antwort von ihm. Ja, deswegen bin ich jetzt mal in meinen Briefkasten gegangen, habe die ganze Post rausgeholt und wir schauen mal, ob da was dabei ist von dem Weihnachtsmann. Ja, mit was fangen wir denn an? Also als erstes sehe ich hier eine DHL-Karte, ihre Sendung ist da. Ja, aber nicht in meinem Briefkasten, sondern sie wurde abgegeben an einem Zeitungsladen. Was ist es überhaupt? Steht es hier drauf? Ah, oh, das ist ja interessant, eine neue Villa. Na. Als nächstes ist das vom Weihnachtsmann. Nein, von der Malerkasse. Das ist relativ interessant, denn viele wissen das, dass ich nicht immer pädagogische Fachkraft war, sondern ich war mal in meinem früheren Leben Maler und Lackierer. Und jedes Jahr kriege ich so einen Brief von der Malerkasse. Meistens ist es positiv. Wir schauen mal nach. Und zwar ist es eine zusätzliche Altersvorsorge im Maler- und Lackiererhandwerk. Das ist witzig. Das ist witzig, denn ich weiß gar nicht, warum ich das kriege. Ob das automatisch ist, ob das jeder Maler und Lackierer kriegt. Auf alle Fälle steht hier drinne, dass ich Beiträge im Jahr 2019 0 Euro gezahlt habe, aber insgesamt bis zum 31.12.2018 2400 noch was Euro eingezahlt habe und ich damit eine unverfallbare Antwortschaft gesamt von 47,79 Euro habe. Jeden Monat. Ist es wirklich so? Wenn es wirklich so sein sollte und ich zusätzlich zu meiner späteren Rente 47,79 Euro bekomme, und so steht's hier wirklich, ja, dann könnt ihr mich alle mal. Zwar war ich dann lange arm, aber anscheinend bin ich bei meinem Renteneintritt richtig reich. Nur, ich glaube, ich krieg das dann jeden Monat. Profit, Gesundheitsmagazin der BKK-VBU, da bin ich versichert. Gibt's hier irgendein spannendes... Oh, hier gibt's wirklich ein spannendes Thema. Stress am Esstisch. Wenn Kleinkinder schlecht essen, gerät oft die gesamte Familie unter Stress. Was steht denn hier? Nicht ständig Snacks oder süße Getränke anbieten, ja, das weiß jeder, bla bla. Keinen Druck oder Zwang ausüben, richtig. Auf dem Teller und dem Löffel kleine Portionen anbieten. Dann ist mir schon klar, wenn ich jetzt ein Kind noch füttern muss, dann nehme ich keine Schöpfkelle. Wollen Kinder selbst mit Löffel oder Gabel essen, sollten sie dabei unterstützt werden. Bin ich, nur wenn sie es wollen. Ansonsten können sie selbst mit Löffel und Gabel essen. Warum sollen sie unterstützt werden, wenn sie gerade das erlernen und es selber machen wollen? Nicht immer zu viel von sich aus selbst unterstützen, sondern wirklich auf die Signale achten. Ist es überhaupt spannend, was ich hier erzähle? Wahrscheinlich nicht. Oh, und E.ON hat mir geschrieben. E.ON, Stromfirma, bestimmt soll ich wechseln. Was bieten Sie mir an? 50 Euro Bonus ist mir zu wenig. Ich habe letztes Jahr den Stromanbieter gewechselt und habe 100 Euro bekommen. Ich wechsle jetzt nur noch den Stromanbieter, wenn ich 2000 Euro kriege. Und dann habe ich hier noch etwas vom Lieferservice Massimo. Und da ist auch eine Stempelkarte dabei. Und zwar ein Treuepass. Bei jeder Bestellung bekomme ich einen Stempel, wenn ich was für 10 Euro gekauft habe. Aha. Hat jetzt also der Lieferant immer einen Stempel dabei oder was? Verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen darf er mir überhaupt in der Corona-Zeit mir hier einen Stempel drauf machen? Ich glaube, das ist ein ganz großes Fake-Modell, dieses Teil hier. Wie teuer ist denn da zum Beispiel Spaghetti Gorgonzola? 5,50 Euro. Finde ich sehr günstig. Die Frage ist dann auch immer, ist das echter Gorgonzola oder ist es wieder nur irgend so eine Sahnesoße? Ich könnte mich da immer aufregen, weil da nie wirklich Gorgonzola drin ist. Genauso wie Feta-Käse auf einer Pizza und dann ist es Butterkäse aus,
aus Quarkhausen. Es war nichts, noch nichts vom Weihnachtsmann dabei. Eine Rotz- und Wasserproduktion.